Und so. So, guten Abend, herzlich willkommen. Es freut mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Ihr seid, wahrscheinlich wissen es die meisten schon, war schon oft hier gewesen. Ihr seid im internationalen Format Bienen ohne Grenzen und das ist eine Konferenzserie, wo wir fast ja, monatlich eigentlich interessante Konferenzen anbieten in Partnerschaft mit Honeybee Wild in Luxemburg, mit Apis Arborea in den USA, Natural Beekeeping Trust in England und ich komme von Free the Bees in der Schweiz, mein Name ist André Wermedinger. Was wollen wir mit Bienen ohne Grenzen? Uns geht es eigentlich recht breit um das Bewusstsein, also Bewusstsein schaffen, Verständnis schaffen für Honigbienen und andere Bestäuber und so grob alles, was irgendwie von der Honigbiene beeinflusst wird oder was die Honigbiene von außen beeinflusst. Und dazu haben wir immer wieder interessante Vorträge. Heute Abend widmen wir uns dem Thema oder den Themen Resistenzmechanismen. Ein bisschen, glaube ich, etwas über Methodik. Das wurde noch ein bisschen abgeändert vom Ralf Büchler. Deshalb, ich sage nicht allzu viel dazu, es wird gleich kommen. Und es freut mich riesig, den Dr. Ralf Büchler begrüßen zu dürfen. Ralf Büchler war eines meiner ersten Bienenidole, als ich eingestiegen bin und noch kaum etwas gewusst habe über Bienen. Und bin dann schnell mal irgendwie auf ihn gekommen und habe gesehen, dass er gewisse Dinge ein bisschen anders betrachtet, dass das die große Masse macht, hat mir sehr gut gefallen. Zusammen mit Daniel Boschung haben wir ihn dann mal besucht in Kirchhain. Das ist schon viele Jahre her und er ist mittlerweile im Ruhestand, wie ich gelernt habe. Und ja, Herr Büchler, sagen Sie doch dann gerne auch noch ein paar Worte. Sie kennen sich besser als ich, ist klar. Und freut mich, vielen herzlichen Dank. Und ich übergebe Ihnen gerne das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank zunächst für die netten einführenden Worte und für die Einladung zum heutigen Programm. Ich verfolge mit großem Interesse, was Free the Bees mit den Partnern macht und ich denke, das sind ganz wichtige Impulse. Und das für heute gesetzte Thema Varroa-Resistenz und das Konzept einer naturnahen Behandlung, das sind Kerntätigkeiten in meiner Forschungsarbeit gewesen in den letzten 30 Jahren. Aber es sind Dinge, die eine ganz praktische Seite haben und die ich heute auch umsetze in meiner eigenen Imkerei. Insofern vielleicht gerade ein paar Worte zu mir. Ich wollte nach dem Abitur unbedingt Biologie und Landwirtschaft studieren, konnte das dann an der Universität in Bonn machen, hatte aus Jugendtagen schon die ersten Bienenvölker, aber nie dran gedacht, dass das mal ernsthaft beruflich von Interesse sein könnte. Und dann gab es da ein Institut für Bienenkunde und Bestäubung. Und das hatte ich vorher gar nicht gewusst, aber das war natürlich dann die erste Anlaufstelle. Und so bin ich relativ früh im Studium schon mit der Bienenwissenschaft in Berührung gekommen und Schritt für Schritt. Ich konnte es mir lange Zeit immer noch nicht vorstellen als eine ernsthafte Vorhaben, wurde es dann Beruf über Diplomarbeit, Promotion. Und ja, so bin ich früh auch mit diesen Züchtungsaspekten in Berührung gekommen. Das war Thema der Doktorarbeit. Und dann konnte ich 1990 ans Bieneninstitut nach Kirchhain wechseln. Und damals schon war in Kirchhain sehr stark der Gedanke einer möglichst naturnahen Völkerführung und auch einer eher biologisch-biotechnisch ausgerichteten Varroa-Bekämpfung. Die Älteren kennen vielleicht noch den Namen Dr. Maul, das war mein Vorgänger am Institut, der vielleicht der Initiator zu diesem Bannwabenverfahren war, das ich nachher auch noch ansprechen möchte, als eine der ersten gut entwickelten, hochwirksamen Methoden, die einen Verzicht auf Medikamente ermöglichen. Also insofern, das hat mich dann geprägt und ich konnte halt die letzten Jahrzehnte hindurch mit den ganzen Möglichkeiten eines Instituts,
versuchen, das voranzubringen und möchte aber jetzt sagen, auch mit Blick auf Ihre Überlegungen in Free the Bees, diese verschiedenen Intensitätsstufen, die es in der Bienenhaltung, in der Imkerei gibt, eine klare Einordnung vornehmen. Wir haben mit unseren Arbeiten schon immer für eine moderne und eher intensiv betriebene Imkerei gestanden. Das ist auch ein Stück weit so der Auftrag gewesen. Gleichwohl fand ich diesen primär biologischen Ansatz besser zu verstehen, wie überleben Bienen in der Natur und so etwas, immer als Leitbild. Also, dass wir genau hinschauen müssen, wie reagieren Bienen, was prägt ihr Leben, was steckt an Potenzial in ihrer Biologie, um daraus zu lernen für das, was wir dann vielleicht in imkerlicher Nutzung mit den Bienen machen. Also so ein bisschen zwischen den beiden Polen, aber tendenziell auf der Seite einer intensiven Bienenhaltung, die auf Bestäubungseffizienz abzielt und die gute Honigerträge als wirtschaftliche Grundlage anstrebt, nicht nur in der Freizeitimkerei, sondern auch in gegebenenfalls Berufsimkereien, wie wir sie in Deutschland ja doch in einem gewissen Umfang haben. Also das vielleicht so ein bisschen zu dem Background. Und jetzt habe ich mich im letzten Jahr entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Ich hätte noch 2, 3 Jahre länger, wäre ich noch geduldet worden, dann hätte ich gehen müssen. Im letzten Jahr war es ein günstiger Zeitpunkt mit Blick auf Projekte und nachrückende jüngere Wissenschaftler, die dadurch jetzt dann auch eine feste Stelle bekommen konnten. Und insofern ist aus meiner Sicht das Bieneninstitut nach wie vor in hervorragenden Händen und ich freue mich, dass die Entwicklung da gut weitergeht. Und ich selber bin nun unabhängiger von Verwaltungsaufgaben und Ähnlichem und nutze das aber ganz bewusst auch, um ein bisschen von diesen Ideen gerne noch zu verbreiten und mit Ihnen als interessierte Imker zu teilen. So, das ist die Motivation. Ja, ich habe ein paar Folien vorbereitet, will Ihnen meine Überlegungen darstellen, biete aber an, wenn es Punkte gibt, wo Sie sagen, das kann jetzt in der Diskussion nicht bis ans Ende des Vortrags warten, sondern ich muss das geklärt wissen, sonst verliere ich den Anschluss. Dann melden Sie sich bitte ruhig über den Chat oder ich weiß nicht, André Wärmlänger, wie wir das am besten organisieren, aber durchaus dann eine Unterbrechung. Mir ist es wichtig, dass jeder gut folgen kann und die Ideen also mitnimmt. Und ansonsten machen Sie sich Notizen. Wir haben im Anschluss gerne Gelegenheit, dann alles auch noch ausgiebig zu diskutieren. Ich habe das gerade noch im Chat gepostet, weil ich es vergessen habe, aber wir sind eine nicht so riesige Gruppe. Also wenn dringende Fragen sind, entweder losreden oder die elektronische Hand einfach hochhalten. Ich schaue ein bisschen auf den Chat. Okay, prima. Ja, und ich habe ja auch extra hier die E-Mail-Adresse mit aufgeschrieben, wenn im Nachgang sich Fragen ergeben oder Sie noch Informationen brauchen. Ich kann nicht versprechen, dass ich es morgen beantworte, aber Sie dürfen mich kontaktieren. So. So, ich möchte anfangen mit dem, was, glaube ich, in Free the Bees ja mehr präsent ist, als das im Durchschnitt der Imkerei der Fall ist. Einfach ein Bewusstsein dafür, dass unsere Honigbienen in einer vielfältigen Abhängigkeit leben, extrem bedeutsam das Außenklima, dem sie ausgeliefert sind und damit eng verbunden den Trachtgegebenheiten, der Verfügbarkeit von Pollen zu jeder Zeit und vielfältig als eine wesentliche Grundlage für eine gesunde Volksentwicklung. Aber natürlich konfrontiert auch mit Parasiten, Krankheiten, Feinden, so wie sie in der Region vorkommen und sich ausbreiten von Volk zu Volk. Und eine ganz wesentliche Grundlage für Gesundheit und für Abwehrmechanismen im Bienenvolk ist natürlich der innere Nestaufbau mit dieser großen Bedeutung des geregelten Temperaturverhaltens. Da Stabilität zu schaffen, optimale Brutpflege und Aufzuchtbedingungen zu schaffen, sich durch einen angemessenen Wabenbau, Verwendung von Propolis und Ähnlichem innerlich zu schützen. Das alles sind Aspekte, die mitgedacht und berücksichtigt werden müssen, wenn es um
Überlegungen zum Umgang mit Krankheiten und Parasiten geht. Heute Abend steht ja die Varroamilbe und vielleicht die mit ihr eng verbundenen Viren im Mittelpunkt. Aber dann muss uns das bewusst sein. Und leider ist das nicht immer der Fall. Imkerei wird zum Teil sehr technisch betrieben. Aber wenn wir Freude an den Bienen haben wollen und Verluste vermeiden wollen, dann gehört das alles immer in den Blick genommen. Ich werde das jetzt im Einzelnen nicht vertiefen, sondern will zunächst ein bisschen auf diese Überlegung eingehen, was können Bienen durch ihre ererbte Veranlagung bewerkstelligen im Hinblick auf Krankheitsabwehr, Varroa-Abwehr, also die Resistenzüberlegungen. Und da möchte ich mal anfangen mit ein paar Aspekten, die uns im Laufe der Zeit bewegt haben. Jetzt muss ich mal gerade schauen, dass ich hier mit meinem Einblenden und Ausblenden zurechtkomme, dass ich auch alles sehe. Also ich mal ein klein bisschen reduzieren. So, das passt aber ganz gut. Ja, ein ganz, ganz entscheidender Aspekt der Varroa-Abwehr, wie wir heute wissen, ist dieses sogenannte VSH-Verhalten, Varroa-sensitive Hygiene, also die Fähigkeit von Bienen, befallene Brutzellen zu erkennen, gegebenenfalls zu öffnen und auszuräumen. Und das ist etwas, wir haben das relativ früh gewusst, wenn man jetzt so zurückblickt. Anfang der 90er Jahre hatten wir die ersten Erfahrungen auch mit asiatischen Bienen und wir haben damals angefangen hier mit diesen sogenannten Jenta-Waben, die eigentlich für die Königinnenzucht entwickelt sind, uns ein Testsystem zu entwickeln, haben die Königin Brut anlegen lassen in diesen Feldern und haben dann gezielt von der Rückseite her in ausgewählte Zellen Milben einsetzen können, die wir hier über Puderzuckermethode gewonnen haben. Und dann sind diese Waben zurück ins Testvolk. Wir wussten jetzt genau, in welchen Zellen Varroamilben sitzen und in welchen kein Befall ist. Und dann hat man kontrolliert, mit den Folien aufgelegt, die Art der Zelle markiert, inwieweit Bienen im Laufe der nächsten Woche nach der Zellverdeckung solche Zellen finden und gegebenenfalls öffnen. Und das ist ein Ergebnis hier aus 1991. Da haben wir die ersten Versuche mit dem Zuchtbestand in Kirchhain durchgeführt. Waren damals in dem Versuch vier Geschwistergruppen und jede Säule steht für ein einzelnes Volk. Und da sehen Sie, da gab es Völker, die haben gar keine Zellen geöffnet, hier Nullwerte. Aber da gab es Völker, die haben 40% der einfach befallenen Varroa-Zellen gefunden, geöffnet, ausgeräumt. Und wenn man hier so über den Durchschnitt der Gruppe schaut, sieht man, dass diese Gruppe D sich ganz klar absetzt von A, B und C. Also das war schon erste Hinweise, dass auch in hier gehaltenen Bienenherkünften interessante Resistenzmechanismen veranlagt sind. Und jetzt ist so ein Jenta-Waben-Test ist sehr arbeitsaufwendig. Das war schnell klar, das ist nichts, das man ohne weiteres in Zuchtprogramme einbinden kann. Aber da kam dann der nächste Schritt, dass wir sagten, wir brauchen ein einfaches Testverfahren. Und das ist der Nadeltest geworden, der vielleicht vielen von Ihnen auch vertraut ist, wo man mit einer ganz feinen Insektennadel junge Puppen durch den Zelldeckel ansticht, dadurch verletzt, nicht gleich tötet, aber verletzt und sich das markiert, wo auf der Wabe dieses Feld ist mit den 50 Zellen, die da traktiert werden. Und dann kontrolliert man ein paar Stunden nachher. Und wir wissen, wenn Bienen eine gute Bruthygiene Veranlagung haben, dann finden sie diese Zellen ganz sicher und dann beginnen sie auch sofort, die zu öffnen. Und wenn man nach 4, 5 Stunden kontrolliert, dann sollten schon ein Großteil dieser Zellen von den Bienen geöffnet sein und sie fangen an, das auszunagen, wie man das rechts in dem Test sieht. Das ist dann tatsächlich ein Verfahren geworden, was so seit Mitte der 90er Jahre etwa zunehmend in die Zucht Eingang gefunden hat und was heute zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht zum Standardprüfprogramm für Bienenvölker gehört. Das sind grobe Tests, worum es
im Kern dann wirklich geht, ist das, was hier Kollegen in Baton Rouge auch demonstrieren. Das ist Bob Duncan im Bild. Ich habe ihn dann so vor gut 10 Jahren mal in seinem Labor besuchen können und dann haben wir uns über die Methoden ausgetauscht. Und was hier passiert ist, dass eben Brutwaben Zelle für Zelle geöffnet werden, um zu schauen, ob Milben insitzen. Und wenn man Milben findet, dann genau die Altersbestimmung vorzunehmen, um zu schauen, ob sie normal reproduzieren, was wir SMR nennen. Und derartige Untersuchungen Zelle für Zelle an der Brutwabe gehen damit einher, dass man also auch beobachten kann, ob Bienen vorher die Zelle schon mal geöffnet und wieder verschlossen hatten, dieses Recapping. Und das sind nun Parameter, von denen wir wissen, sie haben einen sehr großen Zusammenhang mit Resistenzunterschieden und die für die Zucht geeignet sind. Und sicherlich ja auch für viele von Ihnen schon sehr bekannt sind, weil da in den letzten Jahren doch intensiv darüber diskutiert wird. Das Recapping ist noch eine ganz interessante Geschichte. Was da passiert ist, man öffnet die Zelle derart, dass der Zelldeckel nicht zerrissen wird, sondern man ihn von einer Seite anschneidet und dann vorsichtig umklappt, um gewissermaßen auf die Innenseite des Zelldeckels gucken zu können. Und dann zeigt sich in einer Zelle, die nicht geöffnet war, dieser seidenartige Belag, der von dem Puppenhäutchen herrührt und der dem Deckel fest anliegt. Wenn aber Bienen irgendwann während der verdeckelten Phase die Zelle mal gefunden hatten und geöffnet, dann wird diese zusammen mit dem Wachs diese Häutchenreste entfernt und die Bienen verschließen die Zelle anschließend wieder mit reinem Wachs und dann sieht das so dumpf aus. Und das ist was, das kann man sehr leicht unter dem Mikroskop ganz sicher erkennen. Und so haben wir eine Vorstellung. So eine Zelle, wie man sie zum Teil in den Völkern vielleicht zwischendurch mal sieht, geöffnet, aber eine Puppe mit dunklen Augen, also schon 8, 9 Tage nach Zellverdeckung, fragt man ja, warum ist die geöffnet? Und wenn man das ein paar Stunden später wieder anschaut, sind oftmals solche Zellen wieder verdeckelt. Und das ist ein ganz interessanter Prozess. Die Bienen haben gemerkt, irgendwas stimmt vielleicht mit der Zelle nicht, öffnen sie, aber andere Bienen kommen und verschließen sie wieder. Und wie wir heute wissen, ist das ein ziemlich häufiges Phänomen. Aber es gibt einen gewissen Aufschluss auch über dieses Hygieneverhalten. Und als wir das dann vor ein paar Jahren so doch deutlicher gesehen haben, haben wir im Kontext mit europäischen Kollegen verschiedene Populationen, von denen wir wissen, sie haben eine ausgeprägte Resistenz, mal genauer untersuchen können. Da waren diese berühmten Bienen aus Avignon, die seit Jahren nicht behandelt werden. Da war eine zweite Population aus Frankreich. Da waren Bienen hier Gotland in Schweden, ist vielen ein Begriff, als eine resistente Population und noch eine vierte Herkunft, die auch seit Jahren nicht behandelt werden muss in Norwegen. Und wir haben jetzt diese vermeintlich resistenten Völker, das sind die dunklen Balken, jeweils vergleichen können mit Völkern aus der gleichen Gegend, die als anfällig gelten. Und hier ist eben dieses Anteil von Arbeiterbrutzellen, die bis zum natürlichen Schlupf mindestens einmal von Bienen geöffnet waren, registriert worden. Und da sehen Sie hier in den resistenten Völkern in Avignon über 60% der Zellen, die die Bienen entdeckt hatten und attackiert. Und das ist, wenn eine Milbe ihn saß und hier der Nachbarsäulenpaar, dann die dunkle Säule steht für Zellen. Die waren auch geöffnet worden, aber es saß keine Milbe in. Da sieht man, das ist ein drastischer Unterschied. Also ist ganz klar, das ist milbenbedingt. Aber was man im Vergleich zu den anfälligen Völkern sieht, viel, viel mehr Zellen werden geöffnet, sowohl von den Infizierten als auch von den Nicht-Infizierten. Und das Interessante und Wichtige an dieser Untersuchung ist, dass wir ein ganz ähnliches Bild in diesen vier Populationen finden, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Und wenn die Natur sowas ausselektiert, das ist immer ein ganz, ganz toller Hinweis. Da hat man klare Anzeige doch, dass das
in Zusammenhang stehen muss mit der Resistenz. So, das war nur ein Zwischenschritt. Und ich bin dem Kollegen Stephen Martin sehr, sehr dankbar. Das ist ein bekannter Virologe aus England, der sich auch ein Forscherleben lang mit Varroamilben beschäftigt hat. Und der zusammen mit seiner Arbeitsgruppe hat dann 2022 einen internationalen Vergleich bezüglich des Recapping-Verhaltens in verschiedenen Populationen anführen können. Und Sie haben die Veröffentlichung, wer es nachlesen möchte, aber ich mache es jetzt ganz kurz. Hier links finden Sie Bienenherkünfte, wo bis heute noch keine Varroamilbe eine Rolle gespielt hat. Da ist auch noch Australien. Australien hat jetzt seit einem Jahr Varroa, aber zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht. Isle of Man ist bekannt. Kauai ist in Hawaii eine der nicht befallenen Inseln. Also wir haben mehrere Populationen, wo Varroa noch nicht auftaucht. Und wir sehen, da werden fast keine Zellen geöffnet. So, und dann haben wir die Bienen, die haben Sie eben schon gesehen, das sind die anfälligen Populationen aus den Vergleichsgebieten Schweden, Norwegen, Frankreich, England gewesen. Ja, Recapping mehr als bei den Populationen, wo Varroa noch gar nicht aufgetreten ist, aber vergleichsweise niedrig zu den Herkünften aus den gleichen Regionen, die als resistent gelten. Und jetzt ist hier in die Untersuchung auch noch mit aufgenommen Kuba. Eine der interessantesten Bereiche weltweit, weil da sehr intensiv Bienenhaltung betrieben wird, aber ohne Varroa-Bekämpfung und die Bienen eine ausgeprägte Resistenz zeigen. Da haben wir eine moderne kommerzielle Imkerei, die keine Varroa-Bekämpfung braucht. Und wir sehen dieses ausgeprägte Recapping. Und dann sind hier auch die afrikanischen Bienen aus Brasilien und da ist Cutelata aus Afrika und da ist Capensis aus Afrika. Und man sieht, in all diesen ausgeprägt resistenten Populationen einen extrem hohen Level an Recapping der infizierten Zellen und immer auch ein erhöhtes Recapping der nicht infizierten, aber doch deutlich abgesetzt. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und auch aus dieser Arbeitsgruppe von Stephen Martin kommt diese Veröffentlichung, die ich Ihnen zum Nachlesen empfehlen möchte. Sie haben das Zitat. Ich kann die jetzt nicht in allen Einzelheiten erläutern, das würde heute Abend zu weit führen, aber was wir im Prinzip hier sehen, die Kollegen haben sich die Arbeit gemacht und haben alle wissenschaftlichen Untersuchungen zur Resistenz, die einen gewissen Vergleich von anfälligen und widerstandsfähigen Völkern durchgeführt haben, ausgewertet und zusammengeführt. Und hier stecken 60 internationale Veröffentlichungen dahinter. Und jetzt hat man sich all diese Resistenzparameter angenommen und angeschaut. Und da ist immer blau hinterlegt, Völker, die als anfällig gelten, und rot, Völker, die als resistent gelten. Und was ich, worauf ich hinweisen möchte, zum Beispiel hier beim Recapping, wir finden unheimliche Bandbreiten. Wir finden anfällige Völker, die sehr viele Zellen geöffnet haben. Und wir finden widerstandsfähige Völker, die kaum Zellen geöffnet haben. Und das ist so ein Grundproblem bei all diesen Verhaltensweisen. Die sind meist so sehr abhängig von Jahreszeit, von Tracht, vom allgemeinen Volkszustand. Das ist nie nur die Genetik. Aber dahinter steckt genetische Fähigkeit, ein bestimmtes Verhalten auszuüben. Und es kommt dann hinein in Umweltbedingungen, wo es sich entwickeln kann oder eben nicht entwickelt. Und das erklärt die reichen Varianzen. Das ändert aber nichts daran, dass wenn man es im größeren Umfang betrachtet, nämlich auf Durchschnittswerte geht, wir hier deutliche Unterschiede haben. Und dann haben die anfälligen Völker international gesehen 33% der befallenen Brutzellen recapped und die widerstandsfähigen 55%. Und das Gleiche gilt in der Tendenz für VSH. Das ist eben diese Fähigkeit, gezielt Varroa-befallene Zellen zu öffnen und auszuräumen. Und das gilt für SMR. Das sind diese unterschiedlichen Reproduktionserfolg der Milben. Da ist ein sehr großer Unterschied. Und das Ganze kann man mathematisch zusammenführen. Und dann ist klar, umso mehr Zellen ausgeräumt werden, so weniger Reproduktionserfolg haben die Milben. Also da sind Zusammenhänge zwischen diesen Parametern. Und wenn man dann in eine längere
Entwicklungsphase hineingeht, dann ist klar, mit geringerem Reproduktionserfolg nimmt das Populationswachstum ab. Und mit dem milden Populationswachstum in den Völkern ist ganz eng die Ausbreitung von Viruslasten verbunden. Und hier ist das untersucht für verkrüppelte Flügelvirus. Und dann sehen wir, in den anfälligen Völkern haben wir viel, viel höhere Viruslasten als in den widerstandsfähigen Völkern. Und beides zusammen, nämlich die Populationsentwicklung im Laufe längerer Zeiträume, einerseits mit dann die zu Befallsunterschieden führen und andererseits die war Viruslast, das ist das, was dann Völker sterben oder überleben lässt. Also wir haben hier mit dieser Veröffentlichung zum ersten Mal so eine Gesamtschau von dem, was in den letzten 20, 30 Jahren zur Varroa-Resistenz international erforscht wurde. Und hier fügt sich ein Bild zusammen, was mich zu der Aussage verführt, wir können Varroa-Resistenz europäischer Honigbienen heute weitgehend erklären. Und die Zusammenhänge möchte ich hier mit dieser kleinen Grafik auf den Punkt bringen, dass die wichtigste Eigenschaft, die die Bienen geerbt haben müssen, ist, dass sie den spezifischen Duft der von Varroa-Erkrankten oder parasitierten Maden und Puppen ausgeht, erkennen. Das ist das Erste. Wir wissen, dass es nur ein Teil der Bienen diese spezifische Geruchsfähigkeit hat. Und dann müssen sie es erkennen und müssen lernen, dass es sinnvoll ist, solche Zellen zu öffnen. So. Und damit beginnt Resistenzverhalten. Und dann ist der nächste Schritt, dass die Zellen eben geöffnet werden. Und da gibt es andere Bienen im Volk, die kommen und meinen ganz schnell, oh, da ist ja was falsch, wir müssen das wieder verdeckeln, dann haben wir Recapping. Oder aber auch, dass Bienen konsequent, wie man es hier im Bild sieht, dann solche Zellen öffnen und ausräumen. Und dann haben wir VSH. Und VSH und Recapping, die korrespondieren miteinander. Die korrelieren. Und VSH ist ein absoluter Killer für Varroa-Vermehrung. Die Milbe kann zwar überleben, aber sie muss Tage später in die nächste Brutzelle. Und wenn VSH nach wie vor funktioniert, kommt sie überhaupt nicht zum Vermehrungschance in Arbeiterbrut. Dann sind Völker hochresistent. Aber auch das Recapping an sich beeinträchtigt schon die Vermehrung der Milben in den Zellen und wirkt in diesem Sinne absenkend auf den Vermehrungserfolg. Und da kommt dann dieses berühmte SMR, über das alle diskutieren. Also, wie viele Varroa-Milben haben überhaupt noch Reproduktionserfolg in Arbeiterbrut? Aber was wesentlich hinter SMR steht, das ist genau dieses Recapping und VSH-Verhalten. Und SMR ist aber dann eigentlich die entscheidende Größe, um zu sehen, wie sehr können sich Varroa-Milben und Viren im Volk dann im Laufe der Zeit vermehren, ausbreiten, etablieren. Und bei höheren SMR-Werten, also mehr nicht reproduktiven Zellen, dann haben wir einfach im Laufe der Zeit eine geringere Krankheitsausbreitung und die entscheidet am Ende über Überleben ohne Behandlung. So, und das erklärt wahrscheinlich plus minus 90% des Resistenzgeschehens. Da kommen andere Dinge dazu. Da kann man über Verdeckungsdauer sprechen, da kann man über Zellgrößen sprechen und ähnliches. Da spielen Temperaturverhältnisse eine Rolle und all das. Und natürlich, wenn es dann auf Populationsebene geht, ist eine ganz entscheidende Frage: Brutrhythmik von Völkern. Brüten sie rund ums Jahr, in welchem Umfang und so weiter. Also wird das alles nochmal modifiziert. Aber die entscheidenden erblich bedingten Abwehrmechanismen, das ist das, was hier auf dem Fall steht. Und damit sind wir heute in Sachen Zuchtarbeit erhebliches Schritt vorangekommen. Wir wissen heute ganz genau, wie die Bienen aussehen sollen, von denen wir uns Resistenz erwarten. Also die Züchter können da sehr gezielt ansetzen, wobei es nicht immer leicht ist, das methodisch umzusetzen. Das hatte ich für VSH schon deutlich gemacht. Das ist ja eine Menge Arbeit, wenn man sowas präzise messen möchte. Und heute untersuchen viele ihre Brutwaben, aber dann ist man am Ende froh, wenn man 20 oder 30
einfach befallene Arbeiterzellen gefunden hat und weiß dann, ob die Milben reproduziert haben oder nicht. Und das ist eine einmalige Aussage dann zu einem Volk und kann im Laufe des Jahres ganz stark schwanken und dann weiß man fast nichts. Man hatte viel Arbeit, aber man weiß fast nichts. Und damit kämpft die Zucht heute. Und wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwann genetische Marker haben. Dann wird das ein bisschen einfacher. Aber das ist der Punkt, wo wir stehen. Wir wissen heute ziemlich genau, worauf es ankommt. Und manche Züchter haben in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Also wir haben Bienen, die auch schon zum Teil ein ausgeprägtes Resistenzverhalten haben. Jetzt kommt an der Stelle, wenn ich sage, es ist so schwierig für die Züchter, das zu realisieren, ja, eine ganz fundamentale Frage. Da bin ich wieder bei dem Wunsch, Biologie und Natur besser zu verstehen. Wie kann es dann sein, dass wir heute rund um den Globus und auf allen Kontinenten durch natürliche Selektion Bienen haben, die varroaresistent sind? Denn das ist der Fall. Wir haben sie in Europa, wir haben sie in Amerika, haben sie sowieso in Afrika. Also es ist. Herr Büchler, darf ich noch kurz fragen? Der Hartmut Münch fragt, was gerade zum Thema passt, sonst verlassen wir das wahrscheinlich nachher. Ja, gerne. Aber was passiert denn nun mit den Bienen und was passiert mit den Varroas in recapped cells? Ist das mal untersucht worden? Denn die tiefer in einer Zelle sitzende Varroa müsste sich doch durch Öffnen und Wiederverschließen prinzipiell gar nicht stören lassen. Ja, also völlig richtig bezüglich der Bienen. Die Bienen stört das gar nicht, dass es geöffnet ist und wieder verschlossen wird. Die Puppen entwickeln sich normal weiter und schlüpfen auch nach einem normalen Zeitdauer. Und man kann Waben künstlich entdeckeln und dann können Puppen sich entwickeln, ohne dass da ein Wachsdeckel drüber ist. Und für die Milben ist es ein bisschen anders. Die Milben sind sehr abhängig von dem Klima in der Zelle. Da spielt CO2, da spielt Feuchtigkeit eine Rolle. Das sind Dinge, die werden schon eventuell verändert durch das Öffnen und wieder Verdeckeln. Aber in der Regel ist es so, dass die Milben tief unten in der Zelle nicht gestört werden und weiterhin reproduzieren können. Aber es gibt Ausnahmen. Und in der Verpuppungsphase, also so etwa am dritten Tag nach Zellverdeckung, da müssen die Milben ungeheuer aufpassen, weil die Puppen spinnen sich ein, die bewegen sich sehr, sehr schnell und da sind die Milben, halten sich vornehmlich im oberen Teil der Zelle auf, in der Nähe des Zelldeckels. Und meist wird das erste Ei, was sich dann in der Regel zum Männchen entwickelt, auch in der Nähe des Zelldeckels, am oberen Zellrand abgelegt. Und da haben wir den Eindruck, wissenschaftlich, im letzten ist das noch nicht bewiesen, aber wir haben deutliche Hinweise, dass es da tatsächlich dann auch zu einem Stören oder Auffressen von Eiern kommt im Zuge des Recappings. Das ist also sehr stark auch eine Frage des Timings. Und dieses Öffnen und Verdeckeln so rund um zwischen dritten und fünften Tag nach Zellverdeckung, dem kommt die größte Bedeutung zu. Super, danke. Okay, also zurück, natürliche Selektion. Und wie gesagt, das ist für mich immer ein interessantes Phänomen gewesen. Wie kann das sein, dass da innerhalb von wenigen Generationen auf Gotland zum Beispiel oder in Norwegen oder in Frankreich und wo wir das alles beobachtet haben, resistente Populationen entstehen, wenn der Mensch sich raushält und wir nicht mehr mit Medikamenten dazwischen gehen? Und das besser zu verstehen, das hat eine Schlüsselfunktion, auch wenn wir irgendwann vielleicht Resistenz in die Fläche unserer Imkerei geprägten Länder tragen wollen. Und das Erste, woran jeder sofort denkt, natürliche Selektion wirkt über unterschiedliche Überlebensfähigkeit von Bienenvölkern unter spezifischen Haltungs- und Umweltbedingungen. Und es ist ja ein Kerndiskussionspunkt auch in Ihrer Runde, inwieweit da eben ein möglichst natürlicher Nestaufbau und möglichst wenig Störungen und so etwas zum Beispiel beitragen. Und das kann man nur unterstreichen. Also die
Lebens- und Haltungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle. Aber deshalb habe ich extra gesagt, unter spezifischen, also vorgegebenen Haltungs- und Umweltbedingungen. Und da müssen die Völker überleben. Und das ist das eine, und das findet statt, wenn unterschiedlich anfällige Völker im Vergleich stehen, dann sterben die Anfälligen stärker und die weniger Anfälligen, die haben eine bessere Chance, ihr Erbgut dann in die nächste Generation zu geben. Und das spielt in der Natur ohne Frage eine wichtige Rolle. Das haben wir zum Beispiel im Gotland-Experiment wunderbar gesehen. Wenn dann da im zweiten Jahr 80% der Völker zusammenbrechen, sind das wahrscheinlich die 80%, die im Durchschnitt anfälliger waren als die 20%, die dann zurückgeblieben sind. Was oft übersehen wird, bis hinein in die Bienenwissenschaft, ist, das ist nur ein Teil der natürlichen Selektion. Und der zweite Aspekt, so jetzt habe ich das falsche Folie gedrückt. Moment, kriegen wir wieder hin. Und der zweite Aspekt ist nämlich die Paarungsbiologie. Welche Gene weitergegeben werden, das entscheidet sich über das Überleben der Völker. Aber das entscheidet sich Jahr für Jahr auch im Paarungsgeschehen und da vor allen Dingen über die Drohnen. Und das hat aus meiner Sicht eine außerordentlich große Bedeutung. Und ich möchte Ihnen mit Ihnen jetzt mal den Weg gehen, das mal wirklich so mit Biologenauge zu betrachten. Paarungsbiologie von Honigbienen. Was fällt da auf? Das Erste ist, Bienenvölker produzieren einen ungeheuren Überschuss an Drohnen, gemessen an dem, was zu einer erfolgreichen Paarung der Königinnen erforderlich wäre. Also ich sage mal so modellhaft, ein gutes Bienenvolk, das wird unter natürlichen Bedingungen einen Schwarm im Jahr produzieren und vielleicht am Ende des Jahres auch noch umweiseln. Also dass da ein, zwei, drei Tochterköniginnen in einer Saison entstehen, das ist realistisch. Aber dem steht gegenüber, dass Völker, die natürlich bauen können und sich gut entwickeln, viele tausend Drohnen aufziehen. Wir haben mal auf Belegstellen versuchen, bei unseren Völkern gemessen, und ich hatte Völker dabei, die haben 35, 40, einige etwas über 40.000 Drohnen im Laufe einer Saison aufgezogen. Also am Ende steht der einen Königin, die gepaart wird, stehen 20.000 Drohnen gegenüber. Aber es kommen 15 bis 20 zum Zuge. Also wir haben eine tausendfache Überproduktion. So hat die Natur das vorgesehen. Wir unterbinden das. Wir geben Mittelwände, wir schneiden Drohnenbrut aus und all diese Dinge, weil wir nur Arbeit darin haben wollen. Und warum machen Imker das? Weil ein Drohn einen hohen Energiebedarf hat, einen hohen Eiweißbedarf hat, also das Volk fast das Doppelte kostet von dem, was eine Arbeiterin kostet und gleichzeitig keinen Ertrag bringt, weil die Drohnen übernehmen keine andere Funktion, als zu warten auf den Moment der Paarung und dann zur Verfügung zu stehen. Also irre, wenn man sich vor Augen führt, dass ein natürlich lebendes Bienenvolk den größten Teil seines Überflusses an Eiweiß und Energie in die Drohnen investiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Drohnen sind haploid. Und die Züchter haben manchmal ihren Ärger damit. Aber im Grunde genommen, wenn man sich vor Augen führt, was das für die Selektion bedeutet, ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Weibliche Bienenwesen, also Arbeiterinnen und Königinnen, haben Vater und Mutter, so wie wir das von warmblütigen Tieren auch kennen. Der Thron geht einen anderen Weg. Der Thron entsteht aus einem unbefruchteten Ei und hat damit kein väterliches Erbgut. Er bekommt nur einen einfachen Erbinformationssatz von der Mutter. Und damit muss er leben, so gut er kann. Und das hat jetzt eine erhebliche Bedeutung, denn bei den Diploiden, die also zweierlei Erbsatz haben, ist immer die Chance, wenn irgendwo etwas in der Genetik nicht ganz optimal ist, dann kann auf das andere Allel zurückgegriffen werden, dass es dann hoffentlich besser kann. Und so verstecken Bienen in ihrem Erbgut ganz viele negativ wirkende bis letal, also tödlich wirkende Erbfehler, könnte man sagen, weil
die gut versteckt werden können im diploiden Organismus. Und genau das funktioniert beim Thron nicht. Der Thron kann nichts verstecken. Wenn da irgendein Geruchssinn, irgendein Orientierungselement, irgendein Entwicklungselement nicht funktioniert, weil die genetische Veranlagung schlecht ist, hat er verloren. Und das ist mit der Grund, warum Thronen bei vielen Krankheiten sich als die viel anfälligeren Wesen zeigen. Also Sie kennen das wahrscheinlich alle gut, zum Beispiel von der Kaltblut, die deutlich stärker Thronen betrifft als Arbeiterblut. Und interessanterweise ist bei Varroa das ja auch so. Die Thronen sind ja für Varroa-Milben der eigentliche Wirt, den sie suchen. Und Varroa-Befall wirkt sich bei Thronen viel fataler aus als bei Arbeiterinnen. Die Hälfte der parasitiert aufgezogenen Thronen ist zum Beispiel überhaupt nicht flugfähig. Und die, die fliegen, fliegen kurz und orientieren sich schlecht. Und wenn sie mal zu einem Paarungsplatz gelangen sollten, dann haben sie fast keinen Sperma in ihrer Spermatheke. Also das sind absolute Loser im Hinblick auf Paarungsfähigkeit. Na, irgendwas mache ich falsch, sorry. Aber wir kriegen es wieder gerettet. So, der nächste wichtige Aspekt, aberwitzig weite Paarungsdistanzen. Königinnen können viele Kilometer weit fliegen, 4, 5, 6 Kilometer, um sich zu paaren. Und Thronen machen Ähnliches. Meist nicht ganz so weit, aber 3 Kilometer ist überhaupt kein Problem. Und jetzt fliegen die aufeinander zu. Das heißt, da ist eine Vielzahl von Bienenvölkern im Umfeld, die potenziell Paarungspartner werden kann. Und das mischt sich. Ja, ich hoffe, Sie sehen nicht all den Mist, den ich hier mache mit meiner kleinen Steuerung. Und das kommt zusammen mit dem Phänomen der Thronensammelplätze. Und da ist uns heute bekannt, dass so ein Thronensammelplatz nur stabil sein kann, wenn da eine Großzahl von Thronen gleichzeitig in der Luft ist. Mindestens etwa 15.000, aber es gibt Thronensammelplätze, da sausen 30.000 Thronen gleichzeitig in einer räumlich eng begrenzten Wolke durcheinander, in der Hoffnung, dass dann irgendwann Königinnen auftauchen. So, und wenn man sich das zusammendenkt, ein unheimlicher Thronenüberschuss, die weite Distanzen fliegen können hin zum Thronensammelplatz, und sich da nun sämtliche flugfähigen Thronen eines großen Umfeldes auf einer Plattform zusammentreffen, dann ist das die perfekteste Konkurrenzsituation für alle Völker, die im weiten Umfeld leben und überlebt haben. Und dieser große Thronenüberschuss, tausendfacher Überschuss, der garantiert, dass auch wenn ein Großteil der Thronen durch Krankheit ausfällt, immer ein paar übrig bleiben, die fit sind, die gesund aufgezogen sind. So, und mit denen wird die Königin sich paaren. Und dann macht sie noch den Trick und macht eine Mehrfachpaarung. Sie verlässt sich nicht auf einen Einzelnen, der gut oder schlecht sein kann, sondern sie nimmt sich 15 bis 20 der vitalsten, gesündesten Thronen ihres näheren Umfelds mit in die Spermatheca, aus der sie dann über Jahre hinweg ihr Bienenvolk aufbaut. Und wenn man das alles mal so zusammen betrachtet, dann kann man nur sagen, ich könnte mir kein perfektionierteres System ausdenken, um auf Vitalität zu selektieren. Dem dient das Ganze. Bienenvölker in der Natur investieren ihren ganzen Eiweiß- und Energieüberschuss in eine optimale Selektion. Und Selektion unter natürlichen Bedingungen heißt Vitalität, Überlebensfähigkeit. Anpassen an sich verändernde Umweltverhältnisse, an neue Krankheitserreger, an schlechtes Wetter, an miserable Trachten und all das. Das können Bienen, sonst hätten sie nicht die 50 Millionen Jahre auf der Erde überlebt und würden nicht heute von den Tropen bis an den Polarkreis existieren können. Also es gibt kaum einen vitaleren Organismus und das haben wir genau dem zu verdanken. Und das erscheint mir so wichtig. Wir versuchen das in der Zucht zum Teil heute mit zu nutzen. Also die Arbeitsgemeinschaft Toleranz zum Beispiel, die hat diese Toleranzbelegstellen gekürt, wo sie ganz bewusst Varroa-Bekämpfung zurückschraubt, damit Varroa mitentscheidet, welche Drohnen am Ende die vitaleren sind. Aber das sind ja nur vorsichtige Ansätze. Wenn wir aber verstehen wollen, warum
innerhalb weniger Generationen sich Resistenz in natürlichen Populationen entwickelt, dann ist das vor allen Dingen wohl den Drohnen zuzuschreiben. So, und das nehme ich mit in den zweiten Teil des Vortrags. Und möchte es zunächst hier nochmal verdeutlichen. Wir sehen, dass Krankheitsdruck und Paarung ebenso eng miteinander verknüpft sind. Und dass damit diese externen Krankheiten, Parasiten, ein wesentlicher Selektionsfaktor sind. Und das heißt aber, dass die Selektion in dem Moment, wo Menschen Bienenhaltung betreiben, ganz stark in ihre Hände gelegt ist im Sinne des Haltungssystems. Wie viele Drohnen lassen wir sich entwickeln? Wie gehen wir mit den Krankheiten um und so weiter? Und wenn wir heute so intensiv Medikamente anwenden und dauernd versuchen, die Varroamilben klein zu halten, dann selektieren wir tendenziell anfällige Völker. Weil Varroa-Resistenz spielt ja gar keine Rolle. Wir töten ja die Milben, ehe sie eventuell dafür sorgen könnten, dass anfälligere Drohnen keine Paarungschance haben. Also das muss uns klar sein, das ist dieser ganz enge Zusammenhang zwischen Zucht und zwischen Haltungssystemen. Und insofern kann ich schon jetzt sagen, wenn wir resistente Bienen verbreiten wollen und wenn wir wünschen, dass wir irgendwann rauskommen aus dieser Behandlungsspirale, dann müssen wir zuallererst was an unseren Haltungsverfahren verbessern. Und da möchte ich jetzt einsteigen, wiederum mit ein bisschen Biologie. Zunächst mal, was macht Varroa gefährlich? Varroa wird für Völker gefährlich, wenn sie sich stark vermehren kann über lange Zeiträume. Und das genau tun die Milben. Wir haben hier eine normale Brutkurve von einem Bienenvolk unter unseren Verhältnissen hier im Jahresgang mit diesem steilen Anstieg im Frühsommer, Bruthöhepunkt in den letzten Maitagen, ausklingen, wenn wir Glück haben, eine Brutpause im Dezember. Und da wissen wir, die Milben, die im Volk sind, werden, sobald da kontinuierlich Brut aufgezogen ist, in die Brut eindringen und dann können sie sich in der Regel so vermehren, dass wir innerhalb von 3 bis 4 Wochen eine Verdopplung der Milbenzahl haben. Und Verdopplung der Milbenzahl heißt, wir haben nicht einen stetig kontinuierlichen Anstieg, sondern wir bekommen ein exponentielles Wachstum. Spätestens seit Corona kennt das jeder. Und wenn uns jetzt klar ist, dass der eigentliche Schaden, den die Milben verursachen, an der heranwachsenden Brut entsteht, dann ist die biologische Schlüsselgröße der relative Brutbefall. Und genau den habe ich hier aufgezeigt. Wie viel der heranwachsenden Brutzellen stehen unter dem Belastung einer aufsitzenden Milbe? Und da wissen wir aus vielen Untersuchungen, ein paar Prozent Brutbefall ist nicht schlimm. Wenn da 95% der Bienen gesund schlüpfen, können die anschließend das kompensieren, auffangen. Also das ist normal. Aber es darf nicht zu viel werden. Und wir ziehen die Schallgrenze so etwa bei 10%. Wenn 10% Brutbefall erreicht ist, dann merkt man es an der Volksentwicklung und dann wird es für die Völker ganz schnell kritisch. Und Varroa vermehrt sich exponentiell von 10 nach 20 nach 30, ist dann nicht mehr sehr viel Zeit. Also da, deshalb ist das rot hinterlegt. Und Brutbefall resultiert aus der absoluten Milbenzahl und der Brutentwicklung und deshalb stagniert in der frühen Jahresphase diese Kurve. Brut wächst im Prinzip schneller, als die Milben mitwachsen können. Aber dann kippt das ab Anfang Juni, wenn die Brut rückläufig ist und die Milben so richtig im Anstieg. Und deshalb haben wir hier irgendwann Juli, August dann immer das Durchbrechen der roten Linie. Und deshalb haben jetzt Imker von Instituten, von Beratern, von wem auch immer gelernt, passt auf, ihr müsst erstens dafür sorgen, dass ihr das Jahr mit so wenig Milben wie möglich beginnt. Und dass ihr zweitens, sobald der Honig geerntet ist, mit Medikamenten rangeht. Standard bei uns in Deutschland im Moment, dann in der Regel 2 Ameisensäurebehandlungen hier ab Ende Juli, wenn die meisten ihren Honig geerntet haben.
Und damit schaffen wir es so gerade, den Befall wieder ein bisschen runterzunehmen. Wir kriegen die Milben mit Ameisensäure nicht wirklich raus, aber wir retten uns hier so unterhalb der roten Linie durch und brauchen dann dringend die Oxalsäurebehandlung im Winter, um den Befall so abzusenken, dass wir im nächsten Jahr wieder möglichst niedrig beginnen. So, das ist das Dilemma, in dem wir heute stehen. Das ist der Durchschnitt der Imkereibetriebe ist so aufgestellt. Und dann kommt mal ein Jahr mit einem etwas früheren Frühjahr und dann sind wir doch hier oben durchgeschossen. Oder dann wirkt die Ameisensäure mal nicht gut, weil es zu kalt ist oder zu heiß ist. Und dann haben wir die Quittung, dann kriegen wir wieder 10, 15, 20% Völkerverluste im folgenden Winter. Also ein ganz labiles System mit einem hohen chemischen Abhängigkeit und immer dieses Hinterherhecheln hinter angeschlagenen Völkern. So, und da kommt jetzt der Vergleich wieder zur Natur. Und in der Natur wird ein gesundes Bienenvolk einen Schwarm bilden. Und ich habe jetzt hier in dem Modell nichts anderes an Zahlen hinterlegt als das, was wir eben gesehen haben. Nur mit dem Effekt, den eine Schwarmtätigkeit hat, die hier am Bruthöhepunkt einsetzt, wo die Königin mit den erwachsenen Bienen abfliegt, ein paar Tage vorher schon kaum noch gelegt hat, im Volk eine verdeckelte Königinzelle hinterlässt, die aber noch eine Woche oder 9 Tage bis zum Schlupf braucht. Und dann haben wir eine junge Königin, die braucht eine Woche, bis sie geschlechtsreif ist. Dann muss die ausfliegen, das Wetter muss stimmen. Und dann ist sie vielleicht eine Woche später in Eilage. Heißt auf gut Deutsch, wir haben hier mindestens 3,5, 4 Wochen, manchmal 5 oder 6 Wochen Brutunterbrechung. Und das Gleiche passiert natürlich beim Schwarm. Der fliegt ja weg und muss erstmal Waben bauen, ehe er anfängt, Brut anzulegen. Und dann sind das mindestens 4 Wochen, ehe da wieder die erste Zelle schlüpft. Und diese Brutunterbrechung, dieses Runterfahren auf Null und anschließend dann der zweite Jahrespeak, der ist für die Milbenentwicklung schon gleich fatal. Und das bedeutet, die können zunächst mal 4 Wochen lang sich nicht vermehren. In Wirklichkeit ist es aber viel länger, weil wenn die Milben wochenlang nur auf erwachsenen Bienen waren und dann zum ersten Mal wieder in Brut gehen, können sie zunächst gar nicht normal reproduzieren. Die brauchen erst wieder ein, zwei Brutpassagen, um richtig fruchtbar zu sein. Also die Brutpause wirkt lange über die eigentliche Dauer hinaus. Und außerdem haben sich mit dem Teilen des Volkes die Milben verteilt. Und wenn im Sommer die Milben alle schön den Bienen aufsitzen, dann geht an jedem Tag 1 bis 2% bei normalem Flugbetrieb verloren. Also eine Brutpause von 4 Wochen heißt, 30 bis 45% der Milben sind eh gestorben. Der Rest ist aufgeteilt auf 2 Einheiten. Und was zurückbleibt, kann zunächst sich nicht normal reproduzieren. Bewirkt, dass wir zwar dann später im Jahr wieder Befallsanstieg kriegen, aber der in der Regel nicht mehr kritisch wird für die Winterbienenaufzucht. Und so können Schwärme zunächst überleben. Allerdings mit der Konsequenz, am Ende des Jahres sind es dann meist doch mehr Milben als am Anfang. Und deshalb geht sowas nicht unbedingt über viele Jahre stabil, wenn dann nicht auch Resistenz hinterlegt ist. Aber es reicht mit Sicherheit aus, um aus unbehandelten Populationen im nächsten Jahr genügend vitale Drohnen zu haben, um wieder Königinnen paaren zu können. Und so kann sich eben Resistenz dann aufbauen. Ich will jetzt weitergehen in eine moderne Bienenhaltung. Und da heißt es für mich, wir wollen in der Regel das Schwärmen verhindern. Wenn das Ende Mai passiert, ist auch die Honigernte davon und der Schwarm fliegt uns vielleicht weg. Das passt nicht so sehr gut. Aber ich möchte von den Bienen lernen, dass diese Pausierung der Bruttätigkeit im Sommer doch so ein heilsamer Effekt ist und vielleicht viele Vorteile bietet, die man mitnehmen kann. Und das haben wir seit 10, 15 Jahren in Kirchheim ganz intensiv praktiziert. Und darüber haben wir uns vorher auch schon unterhalten. Wärmelinger, Sie kennen das gut. Und Free the Bees hat das ja auch aufgegriffen und bekannt gemacht. Bin ich sehr dankbar für. Unter anderem gibt es auf der Homepage vom Bieneninstitut in Kirchheim diese Flyer, eine naturnahe Varroa-Behandlung, der die Grundüberlegungen beschreibt und dann zu jedem der 3 Methoden, Zweige möchte ich mal sagen, ein eigener Flyer, totale Brutentnahme, Bannwabenverfahren, Brutunterbrechung durch Käfigen in Verbindung dann mit Behandeln eines brutfrei gewordenen Volkes. Das sind so diese 3 Grundmodelle,
die man aber jetzt vielfältig anpassen kann an unterschiedliche Kästen, Haltungsweisen, klimatisch, trachtmäßige Rahmenbedingungen. Und ich kann da nur ansatzweise was rauspicken. Zunächst will ich mal kurz diese komplette Brutentnahme mit Fangwabe darstellen, die aber bei Free the Bees ja auch schon recht gut bekannt ist. Nur, dass Sie sich in das Schema einmal eindenken können. Und ich beginne damit, weil das vielleicht am direktesten vom natürlichen Schwarmakt abgeguckt ist. Beim Schwärmen geht die Königin mit einem Großteil der Bienen raus und baut ein neues Nest. Und zurück bleibt der Brutkörper mit einer gewissen Menge ansitzender Bienen. Und jetzt dürfen Sie sich diese komplette Brutentnahme vorstellen als gerade nur das Spiegelbildliche. Nicht die Königin mit den Bienen fliegt davon, sondern was wir machen im ersten Schritt ist, wir nehmen die Brut raus, hier diese rot gezeichneten Waben, weil das kann der Imker planmäßig an einem vorgegebenen Termin machen. Er nimmt alle Brutwaben raus und zurück bleibt die Königin mit dem größten Teil ihrer Bienen, also ein übermäßig starker Schwarm. Und der bleibt aber an dem Standort, weil die Bienen sind da eingeflogen und deshalb nennen wir das auch ein Flugling. So, und der Effekt in Sachen Milben ist, wenn ich das im Juni, Juli mache, habe ich eine Größenordnung in der Regel so etwa von 75% der Milben in den Brutwaben und die sitzen also hier. 3/4 der Milben sind weg, vielleicht noch ein paar mehr mit ansitzenden Bienen. Aber ein Rest Milbenbefall ist natürlich im Schwarm und um jetzt sehr effizient zu werden, möchte ich die am liebsten auch noch wegbekommen. Und da kommt der Trick mit der sogenannten Fangwabe. Und das ist die eine Wabe, die hier rot gezeichnet ist. Das ist nichts anderes als ein Angebot an Larven und möglichst auch noch ganz junger Brut, Eiern, damit eine Woche nachdem ich diese Aufteilung vorgenommen habe, die Milben, die auf den erwachsenen Bienen verblieben sind, immer noch eine Chance haben, in Brutzellen einzutreten. Und da wissen wir, 80, 90% der Milben haben das nach einer Woche getan. Und dann komme ich später und nehme diese Fangwabe raus und habe damit das Volk hier endgültig saniert. Und mit den Brutwaben habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich packe sie in Brutsammler, die ich dann vom Stand wegnehme, irgendwo separat aufstelle. Denn da habe ich jetzt Brutwaben, die vielleicht sehr viele Milben enthalten. Und ich möchte, wie beim natürlichen Schwärmen, dass sich das kranke Restvolk vom Schwarm trennt, also Brutwaben wegnehmen. Aber wenn ich denen genügend Bienen mitgebe und Futter, dann kommen diese Brutwaben im Laufe der nächsten 3 Wochen alle zum Schlupf. Und dann bleibt mir da eine mehr oder minder große Bienenmasse, mit der ich bis in den Winter hinein eine zusätzliche Jungvölker aufbauen kann. Werde natürlich da in irgendeiner Form behandeln müssen. Das kann auch wieder mit einer Fangwabe passieren oder was viele Imker machen ist, sie warten, bis alle Brut geschlüpft ist und dann wenden sie einmalig Oxalsäure an. Die Alternative ist zu sagen, nein, ich will mich damit gar nicht aufhalten. Ich nehme diese Waben raus und ich schmelze sie sehr schnell ein und gewinne dann Wachs im guten Glauben oder im guten Wissen darum, dass dem Volk, dem ich die Brut entnommen habe, es anschließend besser geht. Und hier kommt dann als letzter Schritt eine Woche bis 9 Tage später Entnehmen der inzwischen verdeckelten Fangwabe und damit ist die Sanierung abgeschlossen. So, das ist also rein vom Schema der Ablauf. Ich gehe da jetzt tiefer nicht rein, aber wenn wir das nachher diskutieren wollen, gerne. Und es gibt eine Vielzahl von Informationsmaterialien, mit denen Sie das nachlesen können, beziehungsweise das Wissen ist ja auch in ihren Kreisen durchaus vorhanden. Herr Büchler, es gibt noch Fragen. Die eine Ja. kommt von Nicola zu Slide 16. Gibt es Messungen dem betreffend, gibt es Messungen betreffend natürliche Varroa-Druck bei nicht behandelten Völkern? Er hat wenig darüber gefunden, also wenig Informationen. Ja.
verstehe die Frage noch nicht ganz. Natürlicher Varroadruck bei nicht behandelten. Nicola, willst du es kurz erklären? Ja, sicher. Also ich meinte nur, ob sie Messung hätten zu, also das wäre der Fall für nicht behandelte Verkehr. Und ich frage mich, ob Zahlen gibt dazu. Ich hatte mal verschiedenes gehört und deswegen bin ich interessiert. Ja, es gibt schon Messungen dazu, vielleicht nicht systematisch und ausreichend genug. Aber wir haben zum Beispiel im Rahmen unseres Zuchtprogramms in Kirchhain einige Jahre lang ganz konsequent Völker, solange es ging, nicht behandelt. So, und viele dann auch sehenden Auges bewusst eingebüßt. Also wir haben da schon so eine ganz, ganz gute Erfahrungswerte, was die Befallsdynamik anbelangt und was die Schadschwellen anbelangt. Ist das, beantwortet das Ihre Frage? Ja, danke. Es gibt eine Publikation noch, wo wir das nachschauen können. Ja, es gibt einen umfangreichen Projektbericht. Und ich müsste nachschauen. Ja, Also wenn Sie es gerade haben, gerne irgendwas können hat wir es veröffentlicht. austauschen. Ja, müssten wir uns vielleicht im Nachgang nochmal austauschen. Gut, und dann haben wir noch die zweite Frage. Vielleicht kommt es noch. Sie haben einiges von der Frage schon beantwortet. Die ist schon eine halbe Stunde alt. Wirken sich Art der Beute und Haltungsform auf das sensitive Verhalten der Bienen aus? Ich meine beispielsweise gedämmte Behausungen und extensive Haltung oder Betreuung. Ja. Ich glaube, das ist insbesondere die Behausung, gedämmte Behausung noch unbeantwortet von der Ursula Schäfer. Ja, also das sind schon Dinge, die in jedem Fall auch eine Rolle spielen. Wir wissen, dass in unterschiedlich isolierten Beuten Bruthygiene unterschiedlich ausgeübt wird, zum Beispiel. Ja. Und warm gehaltenes Nest wird prinzipiell besser gepflegt von den Bienen. Das ist schon so. Und Tracht ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es ums Hygieneverhalten geht. Bei günstigen Trachtverhältnissen haben wir eine ausgeprägtere Bruthygiene, als wenn Bienen Hunger leiden, Eiweißmangel haben, vor sich herdümpeln. Also das sind in jedem Fall Faktoren, die dieses Hygieneverhalten modulieren. Aber das Entscheidendere ist tatsächlich, haben die Bienen die Veranlagung, ja oder nein? Also am Ende entscheidet die Genetik darüber und man kann sehr wohl Bienen selektieren, die dann auch unter schwierigeren Verhältnissen eine ausreichende Bruthygiene zeigen. Wenn ich darf, ich hätte selbst noch eine Frage, weil es gibt eine Veröffentlichung von Mitchell 2015, wo er sagt, dass eine bessere Isolation zu höherer Feuchtigkeit führt und bringt das in Verbindung mit also mit einem positiven Effekt gegen die Varroamilbe. Und Torben Schiffer als Biologe sagt ja eigentlich das Gegenteil, oder? Dass es eben weniger feucht ist und bringt das dann auch in Zusammenhang mit der Varroamilbe. Ja, also grundsätzlich ist das richtig. Wir können in sehr gut isolierten Beuten einen höheren Luftfeuchtigkeitsgehalt haben. Kann er sich aufbauen. Das hängt vor allen Dingen auch mit der Ventilation zusammen. Das Beutenmaterial spielt natürlich auch eine Rolle, was Wasseraufnahmefähigkeit und Abpufferungsvermögen anbelangt. Aber insbesondere die Ventilation von Beuten wirkt sich erheblich aus auf die Luftfeuchte. Und Milben sind sensibel, aber reagieren besonders kritisch, wenn die Luft zu trocken ist. Okay. Ja, also Milben haben erstmal ein Temperaturoptimum, das liegt so ein bisschen unter der optimalen Bruttemperatur. Also Milben haben, denen geht es am allerbesten so ungefähr bei 32, 33 Grad und nicht bei den 34,5, die wir haben. Spricht auch für, lass uns die Beuten warm halten. Und sie brauchen aber eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn Luftfeuchtigkeit unter 50% absinkt, dann wird es für Milben auch schwieriger. Ja. Okay. Okay. So, ich gehe mal dann weiter zu dem ich heute Abend ein klein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen wollte, weil es
vielleicht für viele von Ihnen noch nicht so vertraut ist. Aus meiner Sicht aber noch mal eine ganze Reihe Vorteile bietet. Und das ist das Bannwabenverfahren. Ich stelle es zunächst mal in der klassischen Form vor und dann sehen Sie, was da auch an Verbesserungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten ist. Das ist eine geniale Idee, nämlich, dass man am Tag Null sagt, ich setze die Königin, platziere ich auf einem begrenzten Wabenangebot. Im Idealfall hier eine einzelne Wabe, die durch aufgelegte Absperrgitter auf beiden Seiten Königin dicht verschlossen wird, ein Loch in die Wabe gedrückt, durch das ich die Königin einlaufen lassen kann auf die schon abgedeckte Rückseite, Vorderseite geschlossen, und dann kann die Königin von der Wabe nicht mehr entweichen, aber Arbeitsbienen können rein und raus und die Königin wird gepflegt und sie hat auf der Wabe Platz, Eier zu legen. So. Das war die Grundidee. Das ist eine sogenannte Bannwabe. Die Königin ist gebannt. Und da lasse ich sie jetzt beispielsweise 9 Tage agieren. Und wenn ich dann nach 9 Tagen komme, werde ich da Eier und Larven aller Altersklassen finden. Und jetzt nehme ich diese offene Brutwabe und nehme sie aus der Tasche raus und setze sie mitten ins Volk. Das ist dann der Verbleib für die nächsten 9 Tage. Und da sind genau diese Brutzellen, das, was alle Milben anlockt, die nach und nach aus der Brut schlüpfen und auf den Bienen sich befinden. Und man muss bedenken, wenn die Königin am Tag 0 eingesperrt war, dann ist ab Tag 9 auf allen vorher angelegten Brutwaben keine offene Zelle mehr vorhanden. Also Milben können ab sofort nur noch hier Nahrung finden und dringen da ein. Und dann komme ich wieder 9 Tage später und die Wabe ist inzwischen voll verdeckelt. Und jetzt fege ich die Bienen ab, entnehme die Wabe mit all den eingedrungenen Milben. Die Königin hat inzwischen auf der zweiten Wabe mir wieder das ganze Spektrum offener Brut angelegt und das ist das Futter für die nächste Woche. Und die Königin wird ein letztes Mal abgesperrt, sodass Bannwabe 3 entsteht, die dann erst nach hier rechnerisch Tag 36 entnommen wird. Aber die Königin selber, die lasse ich nach dem dritten Zyklus, also ungefähr nach 27 Tagen frei und dann kann sie ein neues Brutnest anlegen. Und ich bekomme mindestens 95% der Milben, die hier zu Anfang im Volk waren, mit diesem systematischen Brutangebot, das ich nach Verdeckung entnehme, aus dem Volk entfernt. Also ein nachweislich ganz hochwirksames Verfahren, was komplett chemieunabhängig funktioniert, bei dem die Königin in Eilage bleibt, also diese ganze Stimmung von Weiselrichtigkeit, physiologischer Zustand und so etwas des Volkes günstig erhalten wird, aber die Königin quasi eine Schonphase durchläuft. Und das ist seit langem bekannt und ich kenne Imker, die machen seit 30 Jahren nichts anderes. Aber viele sind abgeschreckt, weil das ist ein bisschen kompliziert. Ich brauche diese Wabentaschen und muss den Zeitplan einhalten und so etwas. Und da gibt es aus meiner Sicht interessante Vereinfachungsmöglichkeiten. Und jetzt führe ich Sie auf einen meiner Bienenstände. Ich habe heute meine Bienenvölker in Dadant-Magazinen sitzen. Und da sieht man hier schon an diesem eingelegten Schwämmchen irgendwas passiert da drin. Und das Absperrgitter bei mir ist keine Wabentasche mehr, sondern ein vertikales Absperrgitter, was hier eingestellt ist und mit dem ich ein, zwei, drei Waben, je nach Geschmack, abtrennen kann von dem Hauptbrutraum. Und das ist, wie das dann in der Praxis aussieht. Ein einfacher, selbstgebauter Holzrahmen, der genau an Wänden und Boden anliegt. Und nach oben wird das klassische Absperrgitter aufgelegt, sodass quasi Abteil entsteht, aus dem die Königin nicht mehr entweichen kann. Und deshalb auch der Schwamm im Flugloch, weil sonst passiert schon mal, dass eine Königin auch übers Anflugbrett wechselt. Und so schaffe ich mir diesen separaten Raum. Und ich habe in der Regel Baurahmen im Volk, also die können Thronenbau anlegen. Und wenn ich jetzt in das Bannwabenverfahren gehe, dann gebe ich diesen Baurahmen
immer gerne mit einer Arbeiterwabe zusammen in diese seitliche Abtrennung. Und den schneide ich vorher nochmal aus, damit die Bienen hier richtig Gelegenheit haben zu bauen. Das lockt viele junge Bienen zur Königin. Da ist ein guter Wärmehaushalt, da ist gute Aktivität. Und ich habe mit dem Bauen zudem den Vorteil, dass ich die Brutentwicklung strecke. Da müssen ja erstmal Zellen entstehen, ehe die Königin dann stiften kann. Zum Teil ist es Drohnenbau, zum Teil ist Arbeiterbau. Aber das ist ein wunderbarer Puffer. Und jetzt sehen Sie schon, das heißt bei mir inzwischen nicht mehr Bannwabe, sondern das heißt Sommerhäuschen, weil man möchte es positiv betrachten. Bannwabe klingt abschreckend. Sommerhäuschen soll uns einfach bewusst machen, gehen wir doch mit unseren Königinnen gut um. Und wenn es eine Bienengewerkschaft gäbe, dann würde man, glaube ich, einfordern, dass auch eine Königin nicht das ganze Jahr ständig auf voller Eilage laufen muss, sondern mal 3 Wochen Sommerpause machen darf. Und das macht sie in dem Sommerhäuschen. Ne? Und insofern vielleicht ist Ihnen der Begriff sympathisch. Aber das ist der Gedanke dabei. So, und jetzt suche ich mir aus dem bisherigen Brutnest die älteste, schäbigste Wabe heraus und gebe die mit in dieses Seitenfach. Dann fällt es einem nämlich nachher viel leichter, die einzuschmelzen. Das muss sowieso Bauerneuerung entstehen. Und diese dunklen Waben, die werden von den Königen am allerliebsten bestiftet. Und gerne nehme ich eine Wabe, wo viel verdeckelte Zellen sind, von denen ich weiß, sie schlüpfen in den nächsten Tagen. Denn das ist ja der natürliche Gang. Die Zellen schlüpfen, werden geputzt und die Königin kann sie bestiften. Sonst man Schock. Ja, und so ungefähr sieht das dann aus, nachdem es passiert ist. Das Einzige, was hier gegeben sein muss, ich muss in der Lage sein, die Königin zu finden. Deshalb sind bei mir die Königin im Kasten gezeichnet. Und wenn ich das hier mit meinen neuen Dadant-Waben mache, dann dauert das im Schnitt keine 5 Minuten, dann habe ich die Königin gefunden. Da gibt es auch mal eine unter den 25 Völkern, wo man fürchterlich sucht. Aber dafür gibt es andere, da fällt sie einem in die Hand bei der ersten Wabe. Also im Schnitt ist das 5 Minuten. Das müssen Sie sich nur überlegen, ob Sie das hinbekommen. So, und dann, wenn das zu Anfang so initiiert ist, und ich mache das regelmäßig so um den 20. Juni bei all meinen Völkern, dann habe ich im Anschluss kaum noch Arbeit. Denn die nächsten Eingriffe bestehen einfach darin, dass ich den Kasten öffne und dann nehme ich diese bebrütete offene Wabe, schüttel ab. Ich muss die Königin gar nicht unbedingt sehen, aber die bleibt in dem Gefach. Und gebe die Wabe zentral ins Volk und suche mir die nächste Alte, die die Königin bekommt. Ich bin auch im Timing flexibler. Ich muss nicht stur 9 Tage. Ich kann auch die erste Wabe 12 oder 14 Tage drin lassen, weil durch den Baurahmen ja Puffer ist und die Königin kann Tag für Tag legen. Und ich habe ständig jeden Tag auch offene Brut. Und so durchlaufe ich diese 25 Tage bis 4 Wochen mit 2 bis 3 Bannwaben, die ich entnehme. Und wenn das abgeschlossen ist, dann ist durch die entnommenen Waben und inzwischen ist dann auch der Baurahmen rausgenommen, Platz entstanden und das wird ergänzt durch Mittelwände. Das sind hier diese auffällig hellen Waben. Das waren Mittelwände. Und ich terminiere das so, dass es um die Zeit der letzten Honigernte passiert. Bannwabe kann eine Woche vorher zu Ende sein oder kann eine Woche später zu Ende sein, das spielt keine Rolle. Aber so wie der Honigraum dann abgenommen ist, dann werden die Völker intensiv auch gefüttert, damit diese Mittelwände gut ausgebaut werden. Und so sehen die Völker aus, nachdem sie das Bannwabenverfahren durchlaufen haben. Dann habe ich Ende Juli die Milben entfernt und nicht nur die Milben getötet wie bei Ameisensäure, sondern den Virusdruck erheblich abgebaut, weil die Ansteckungskette unterbunden ist. Ich habe neues, helles Wabenmaterial, auf dem dann kompakte Brutnester heranwachsen. Und ich fütter die Bienen vernünftig und dann sind optimalste Bedingungen geschaffen, um eine gesunde Einwinterung zu erreichen. Ich mache es jetzt seit Jahren so. Ich habe zum Teil die Bannwaben auch abgetötet, aber das tut einem dann doch immer weh. Also ich habe sie zuletzt dann immer ein, zwei schwache Völker irgendwo auf einem separaten Stand platziert und denen setze ich die Bannwaben auf und dann schlüpfen die dann nach und nach.
Und habe in den letzten Jahren oft Jungimkern geholfen. Dann hatte ich da aus dieser Bienenmasse Bienen abgefegt, beim Abfegen mit Oxalsäure eingesprüht und dann konnten die ihre Jungvölker verstärken. Ich habe es aber jetzt in diesem Jahr zum Beispiel auch so gemacht, dass ich die Bannwaben einfach habe schlüpfen lassen. Und als ich dann merkte, da sind gar nicht so sehr viel Milben drauf, dann habe ich gesagt, jetzt wage ich es. Und ich habe nicht behandelt. Ich habe selbst die Bannwaben nicht behandelt. Ich habe da jetzt zwei Völker, das ist dieser und da hinten der auf einem separaten Stand. Die sind rein aus diesen Bannwaben aufgebaut, ohne Behandlung. Und ich bin mal gespannt, wie sie überwintern. Mein Eindruck ist, dieser Gesundungseffekt durch die Brutunterbrechung, der ist so ausgeprägt, dass man überrascht ist, in welcher Verfassung die Bienen in den Winter gehen. Das hier habe ich aufgenommen, als ich am 3. November Brutnesttemperaturen gemessen habe. Das ist dieser Sammler, der hier vorne steht, nichts anderes als geschlüpfte Bannwaben. Und der besetzt seine 8, 9 Waben und bisher sieht alles gut aus. Ich bin gespannt. Die haben, wenn ich jetzt Milbenzählungen mache, viel zu viele Milben. Jeder Imker würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber da war keine Räuberei und die Bienen machen einen gesunden Eindruck. Und wir wollen mal sehen. Das ist nicht die Empfehlung für jedermann, das ist ein Versuch. Das erlaube ich mir noch. Aber es zeigt ganz gut, was möglich ist und wie gesundend das Ganze wirkt. Wenn man zurückkommt zum Modell, dann haben wir diese, wie beim Schwärmen, die Befallsentwicklung, dann kommt die Brutpause, nur die kommt jetzt hier 4, 5 Wochen später, Richtung Ende der Honigernte und schafft den milden Tiefpunkt irgendwo Richtung Ende Juli. Und dadurch, dass ich nicht nur die Brutunterbrechung habe, sondern dass ich jetzt auch noch die Milben über diese offene Brut rauslocke, senke ich den Befall so ab, ich bekomme anschließend eine ganz gesunde Winterbienenaufzucht zustande. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, dann haben wir hier das klassische Behandlungsmodell mit dem riskanten Varroa-Druck während der Winterbienenaufzucht und haben hier das Bannwabenverfahren oder Käfigen oder Behandeln oder totale Brutentnahme mit der Milbenabsenkung im Juli und einer gesunden Winterbienenaufzucht. Das ist der erste prinzipielle Unterschied. Der zweite kommt, wenn ich weiß, nachdem meine Völker in optimaler Verfassung eingewintert wurden, dass ich gar keine Winterbehandlung brauche. Denn warum machen wir eine Winterbehandlung? Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Das haben die Imker gelernt in diesem Modell, weil wenn die hier nicht ganz tief starten, dann haben die nicht erst Ende Juli ein Problem, sondern ohne Brutpause kann das dann schon früher passieren. Wir machen also die Winterbehandlung als eine Vorkehr, damit im nächsten Jahr nichts passiert. Obwohl wir wissen, dass diese Säure, die wir da im Winter auf die Bienen bringen, die Bienen schädigt und das Volk beeinträchtigt. Ich kann jetzt an dem Volk nichts mehr verbessern. Wenn da zu viele Milben waren, dann ist der Schaden bei der Winterbienenaufzucht entstanden. Der entsteht nicht mehr jetzt. Jetzt ist es nur eine Vorkehr fürs nächste Jahr. Und weil ich weiß, dass ich mit meiner Bannwabe oder wie auch immer Methode die Milben ohne weiteres im Juli absenke, kann ich mit einem viel höheren Befall ins Frühjahr gehen. Und das ist das, was ich seit vielen Jahren mache und was wir am Institut inzwischen im kompletten Zuchtvölkerbestand machen. Es gibt keine Winterbehandlung mehr. Wir verzichten darauf, wir sorgen dafür, dass wir gesunde Winterbienen in den Kasten bekommen. Wir haben dadurch fast keine Winterverluste mehr, viel weniger als in diesem klassischen Modell, wo hier immer Risiko gefahren wird während der Winterbienenaufzucht. Und wir akzeptieren diese höheren Befallszahlen im Frühjahr. Wir sind sogar dankbar dafür, weil sie helfen uns bei der Selektion. Und deshalb habe ich jetzt hier die Paarungsperiode eingezeichnet. Und Sie haben das vor Augen, was ich vorhin über die Drohnen erzählt habe. Wenn ich einen höheren Befallsdruck habe, dann bekomme ich die Chance zurück, dass die anfälligeren Völker sich selber sozusagen neutralisieren, nicht mehr zur Paarung kommen können und die widerstandsfähigeren eine verstärkte Chance bekommen, ihre Gene weiterzugeben. Also das können wir hineinnehmen
in unser imkerlich kontrolliertes System, wenn wir uns verabschieden können von der Winterbehandlung. Und der erste Schritt ist aber nicht, ab morgen keine Winterbehandlung mehr zu machen, sondern der erste Schritt ist zu lernen, im Sommer die Völker so zu bewirtschaften, dass sie ein ganz gesundes Wintervolk aufbauen. Und die Methode, das liegt eben in der Biotechnik. Das geht nicht ohne Brutpause effizient. Also so schließt sich aus meiner Sicht der Kreis. Und ich kann das jetzt von den eigenen Betrieb gut dokumentieren. Da weiß ich es. Ich habe tatsächlich 2016 seitdem keinerlei Anwendung mehr an meinen Hauptvölkern. Wenn überhaupt, dann war es nur noch mal Oxalsäure sprühen an diesen Bandwabensammlern oder mal bei einem Ablegeraufbau. Aber in den letzten Jahren habe ich eigentlich gar nicht mehr behandelt. Und das hat bei mir toi 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 bisher funktioniert. Vielleicht mache ich irgendwann noch eine Bauchlandung, aber ich führe das zurück auf einerseits eine intensive Selektion auf Resistenz. Das machen wir am Institut seit langem und ich hatte immer Zugriff auf unsere besten Zuchtvölker. Also ich habe gut selektiertes Carnica-Material in meinen Völkern und ich verbinde das eben mit dieser, wie ich es nennen möchte, naturnahen Betriebsweise. Und so funktioniert das. Ich habe jetzt nicht 1000 Nachbarimker, aber ich bin in der Gegend, wo auch durchaus viele Imker sind und wir haben ein mildes Klima. Also ich habe keine Extrembedingungen. Und ich mache im Ende August, September dann in der Regel zwei, dreimal auch eine Bodeneinlage rein, damit ich weiß, wo stehe ich denn. Werden es eventuell doch zu viel Milben? Ich würde gegebenenfalls auch mal eine Notbehandlung machen, aber ich musste es seit vielen Jahren nicht tun. So. Als letztes möchte ich Sie hinweisen, ich hatte gesagt, es gibt viel zu lesen. Also Sie finden zum Beispiel auf der Homepage vom Bieneninstitut ja auch ganz viel Information. Aber wir haben uns jetzt endlich mit zwei Kollegen, mit dem Alexander Usunow und dem Martin Gabel, habe ich mich zusammengetan. Und wir haben jetzt mal die ganzen Empfehlungen zu dieser biotechnischen Behandlung in einem Buch zusammengefasst. Das ist seit Anfang Oktober auf Amazon verfügbar in der englischen Fassung. Und wir arbeiten im Moment an Übersetzungen. In Kürze, in wenigen Wochen, wird die deutsche Fassung auch erscheinen. Also wer da Interesse hat, kann sich mal den Titel merken. Und vielleicht ist das nochmal eine ganz gute Handreichung. Da wird auch verlinkt auf kurze Videoclips, die Methoden erläutern. Und wir haben wirklich versucht, so eine Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitung zu machen und alle Tipps und Tricks, die uns einfallen, in dem Buch zusammengefasst. Ja, und damit habe ich Sie jetzt erstmal lang genug hoffentlich wach gehalten. Ich kann Sie ja nicht sehen, aber darf mich bedanken für Ihr Interesse und für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Sie vitale Bienen in Ihren Völkern haben und vielleicht konnte ich mit dem einen oder anderen noch einen Hinweis dazu geben und jetzt stehe ich selbstverständlich sehr gerne für eine Aussprache zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank, Herr Büchler. Super spannend. Ich habe bisher die komplette Brutentnahme versucht weiter zu vermitteln, zu verbreiten. Habe dieses Käfigen von Königinnen immer ein bisschen kritisiert und jetzt gerade das Bannwabenverfahren neu gelernt. Finde ich super spannend. Werde ich gerne aufgreifen, in den Kursen übernehmen und wenn wir da noch vielleicht einen Artikel in unserem Bulletin machen können, auf das neue Buch hinweisen, jederzeit sehr gerne. Ja, gerne, will Sie gern dabei unterstützen. Wie gesagt, das ist mir so ein bisschen fast eine Mission, dass wir dieses Wissen, was da jetzt in den letzten Jahren erarbeitet wurde, in die Imkerschaft tragen. Ich merke, dass da vieles noch nicht angekommen ist oder zumindest noch nicht umgesetzt wird. Und wir könnten in den nächsten Jahren umschwenken und hätten eine medikamentenfreie Imkerei. Da bin ich überzeugt, wenn der gemeinsame Wille da wäre, technisch ist es möglich, sowohl von der Zucht als auch von den Betriebsweisen. Das gehört auch zu unserer Mission. Das passt super gut zusammen. Können wir gerne weitere Schritte machen. Wir haben ein paar Fragen im Chat. Vielleicht nehmen wir die mal kurz auf. Von Karl-Heinz Bablock. In welchem Monat machen Sie das Sommerhäuschen? Ja, also ich beginne zur Sommersonnenwende, 21. Juni. Die Rechnung ist folgende: Wenn ich die Königin heute ins Sommerhäuschen setze, weiß ich, für die nächsten 3 Wochen habe ich noch einen unveränderten Schlupf der Brut.
Aber gleichzeitig brauchen diese jungen Bienen nicht mehr ganz so viel Brut zu füttern und zu pflegen. Und dadurch werden sie langlebiger. Also dieses Sommerhäuschen ist zugleich eine Methode, die Völker stärker werden zu lassen. Und diesen Vorteil nehme ich mir mit in die letzte Trachtphase. Und die ist bei mir in der Region, wird meist so um den 15., 20. Juli wird der letzte Honig geschleudert. Und von daher, wenn ich das so etwa 4 Wochen vorher einleite, dann gehe ich mit stärkeren Völkern in diese späte Trachtphase. Und wenn dann nach 3 Wochen keine Brut mehr schlüpft, dann werden die Völker halt allmählich schwächer. Und dann sollte es nicht mehr zu lange dauern bis zur Ernte. Das geht dann noch eine Woche oder 14 Tage, aber dann spätestens möchte ich mit der Ernte fertig sein. Und insofern ist das rückwärts gerechnet. Also für unsere Region so ungefähr der 20. Juni. Aber wenn Sie beispielsweise in der Spättrachtregion sind und auch im August noch Honig ernten wollen, dann würde ich das entsprechend nach hinten verlegen an Ihrer Stelle. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, beim Bannwabenverfahren werden die Völker kaum schwächer. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur totalen Brutentnahme. Bei der totalen Brutentnahme nehme ich ja einmal komplett den Brutkörper mit all dem, was das an Eiweiß und Vorrat bedeutet, dem Volk weg. Und dann schlüpfen 3 Wochen lang keine Bienen. Und in der Zeit nimmt das Volk deutlich ab. Aber durch das gesunde Brutnest, was heranwächst, wissen wir, nach 6, 8 Wochen haben die sich regeneriert. Aber es sind eben diese 6 bis 8 Wochen guter Bruttätigkeit, die so ein totales Brutentnahmevolk auch braucht. Und von daher haben wir immer gesagt, spätestens Ende Juli, sonst reicht es anschließend nicht mehr, um gesund in den Winter zu gehen. Und das ist erfreulicherweise mit dem Käfigen oder mit dem Bannwabenverfahren anders. Da ist viel mehr Luft nach hinten. So, das ist gar kein Problem. Wenn ich das erst im August mache, die Völker behalten ja ihre Bienen und die Völker werden nicht schwächer einwintern als Kontrollvölker, die chemisch behandelt sind. Ja. Super, vielen Dank. Dann haben wir Thomas van Pelt, Frage: Das Sommerhäuschen befindet sich an einer Seite der Beute. Gibt es dann nicht öfters das Risiko, dass an der gegenüberliegenden Seite Weiselzellen entstehen? Ich nütze dieses Prozedere für Königinnenzucht im weiselrichtigen Volk. Ja. Danke, Ralf. Grundsätzlich richtig gedacht, aber hier spielt ja auch die Jahreszeit wieder eine ganz wichtige Rolle. Und wie wir es vom natürlichen Schwärmen kennen, mit der Sommersonnenwende ist eigentlich die Schwarmneigung zu Ende. Und es entstehen schon mal Weiselzellen. Also wenn ich unbedingt die Königin erhalten will, dann kann es sinnvoll sein, nach einer Woche oder 9 Tagen auf den anderen Waben zu gucken, ob Nachschaffungszellen entstehen. Ich mache es normalerweise nicht und es ist ganz, ganz selten zu der Jahreszeit. Also man kann es praktisch vernachlässigen. Wenn es dann mal passiert, dann hätte ich die Brutpause trotzdem und dann könnte ich mit der Nachschaffungskönigin, die entsteht, gegebenenfalls auch noch weiterarbeiten. Also für eine wirtschaftlich orientierte Imkerei ist gar kein Problem. Aber die Überlegung ist grundsätzlich richtig. Und wenn ich es früher machen würde, manche machen Bannwabe ja auch schon wie eine Art Schwarmlenkungsmaßnahme Ende Mai, dann habe ich definitiv das Problem. Also dann sollte ich unbedingt nach 9 Tagen auf Nachschaffungszellen kontrollieren. Ja. Sehr gut, dann haben wir noch den Udo Junghans. Sparen Sie sich dann auch die AS-Behandlung und die OS-Behandlung bei den Bannwaben? Ja. Das wurde, glaube ich, beantwortet, oder? Keine Ja, nur noch Erweiterung. mal zur Klarstellung. Also bislang habe ich es immer so gehandhabt, dass ich die Bannwaben eben separat zum Schlupf gebracht habe. Und wenn ich die Bienen nutzen wollte, dann habe ich sie dann einmalig mit Oxalsäure eingesprüht. Zum ersten Mal jetzt in der Saison 23 habe ich gesagt, ich lasse es versuchsweise sein. Und bisher ist mein Eindruck, dass die Bienen trotzdem so vital und gesund sind, dass sie vielleicht überwintern werden. Aber das ist mit aller Vorsicht hier erwähnt. Ich habe das auch schon versucht, bei der kompletten Brutentnahme nicht behandelt, Ablege gemacht und mindestens einer hat auch überlebt. Also. Ja. Es hängt natürlich dann an der Stelle sehr stark vom allgemeinen Befallsdruck ab und von der Resistenzveranlagung der Bienen. Und ich merke einfach durch diese konsequente Selektion,
wie in den letzten Jahren der Varroa-Druck spürbar zurückgegangen ist. Ich habe heute viel mehr Spielraum schon, auch wenn ich nicht glauben würde, dass meine Völker, wenn ich nicht Bannwabe oder so etwas machen würde, generell überleben würden. Also das würde ich nicht behaupten. Aber die Resistenzeigenschaften unserer ausgewählten Linien, die sind deutlich verbessert. Dann haben wir noch Felix, also weder Winter noch sonst eine Behandlung bei dieser Methode. Entschuldigung, nochmal, wie der Seine Winter. Frage, er fragt, weder Winter noch sonst eine Behandlung bei dieser Methode. Ich habe es rein akustisch. Wie überwintern, oder? Nein, nee, keine Winterbehandlung und keine andere Behandlung. Also ich möchte es nochmals sicherstellen, aber ich glaube, es wurde beantwortet mehrfach schon. In der Regel geht es ohne Winterbehandlung, aber ich hatte den Hinweis gegeben, es ist sinnvoll, im August, September durch Bodeneinlagen sich schnell zu vergewissern, dass tatsächlich kein sehr hoher Befall ist. Weil was passieren kann, erstens, ich kann einen Fehler machen, da ist doch mal eine Königin aus einer Wabentasche raus oder so etwas und dann ist gleich die Wirksamkeit abgesenkt und es bleibt das Risiko, man hat Nachbarimker um sich rum, die sich im Juli noch überhaupt nicht um ihre Völker kümmern. Und wenn dann Völker zusammenbrechen, dann habe ich vielleicht in kurzer Zeit so viele Milben und Viren wieder importiert, dass ich doch ein Problem bekommen könnte. Also von daher, um das System ganz sicher zu machen, kontrolliert man im August, September nochmal nach. Aber in vielen Fällen ist eine weitere Behandlung nicht nötig. Sehr gut, und dann kommen eine ganze Reihe noch von Dankeschön, herzlichen Dank und so weiter und so fort. Toller Vortrag, hat Spaß gemacht. Vielen Freut Dank mich sehr. ebenfalls von meiner Seite. Und Sie haben ja gesagt, man darf Sie auch anschreiben mit Fragen. Dann würde ich vorschlagen, wir stoppen hier zeitgerecht. Und André Dunant hat noch, unser Präsident, hat noch einen Link geschickt auf SurveyMonkey. Also, wenn Sie uns einen Feedback geben würden, möglichst viele, sehr gerne, hat das gefallen. Ich glaube, es gibt dort auch eine Frage, welche weiteren Themen spannend wären. Und ja, nochmals herzlichen Dank für eure Zeit. Nochmals herzlichen Dank, Ralf Büchler. Super spannend. Ja, sehr Schönen Abend. gerne. Freut mich, wenn es gefallen hat.